So, wir gehen jetzt zum Mittagessen. Jan, nach deinem Close gestern, wie lief es bis jetzt, Mittagszeit? Ja, noch ein Close gemacht. Noch ein Close gemacht. Wie hoch? Kleiner. 7.893 Euro. Okay. Für 6 Monate. 6 Monate. Jetzt. Gesamt jetzt seit letzte Woche Montag, wo du bei uns bist, wie viel? 96, 97.000. Also ein Abschluss noch und dann sind die 100.000 geknackt. Genau, haben wir heute noch den ganzen Nachmittag und dann morgen noch. Ja. Perfekt, super. Ja. Wie läuft es bei dir, Leon, heute? Ja, heute 2 Erstgespräche. Hast du noch? Habe ich noch. Okay. Hast du Termine legen können jetzt schon? Heute habe ich einen Termin für heute gelegt. Ah, sehr gut, sehr gut. Deswegen dann 3. Also ich hätte 2 Gespräche, habe aber einen für heute nochmal gelegt. Okay. Genau. Okay, also hast du 4 Gespräche heute? Nee, 3. 2 hatte ich und dann jetzt 3. Okay, sehr gut, mega. Und was ist heute deine Ausbeute? Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist auf jeden Fall ein Abschluss, den natürlich dann heute zu qualifizieren für ein Zweitgespräch. Mhm. Und dann einen Abschluss zu machen. Sehr gut, mega. Wir gehen jetzt was essen. Wenn du Recruiting anbietest, ja, wie Leon, dann ist es auch wichtig, im Erstgespräch beim Entscheider mal zu erfahren, wie läuft denn sein Bewerbungsprozess ab. Das bedeutet, wenn jetzt eine Bewerbung bei ihm eintrifft, wie lange brauchen sie da, bis sie den Bewerber das erste Mal kontaktieren? Wie läuft dann dieser Bewerberprozess ab? Gibt es als erstes sofort ein Treffen? Gibt es erstmal ein Telefoninterview? Wie sieht dann das zweite Treffen aus? Wie lange braucht man bis zur finalen Einstellung? Und wenn du alleine schon mal die Frage stellst, wie lange brauchen sie denn, bis die Bewerbung dann von ihnen kontaktiert wird, da wirst du schon merken, da sagen die Leute zu dir, ja, 3 Tage, 1 Woche, das ist viel zu lang. Viel zu lang. Weil, jetzt stellt euch mal vor, würde ich dann dem Unternehmer auch sagen, musst du sagen. Wir stellen uns mal vor, die bewirbt sich ja in der Regel nicht nur bei ihm, vielleicht auch noch woanders. Und wenn der andere jetzt schneller ist und genauso höflich kompetent wie sie ist, was passiert? Der wird angenommen. Wo der zuerst mal, der Arbeitgeber, der zuerst kommt, mal zuerst. Wie im Leben das immer so ist, habe ich dann auch ein Beispiel. Da kenne ich ja jemanden, die ist Grafikdesignerin. Die wurde sofort von meinem Kollegen angerufen als erstes. Die hat sich auch parallel noch woanders beworben. Er war der Schnellste, war sofort höflich, die hat da angefangen. Ganz normal. Und da muss man wirklich mal gucken, okay, was macht denn, wie ist denn da der Bewerbeprozess? Wo kannst du dann auch als Recruiter oder jemanden, der beim Recruiting hilft, ansetzen und nachoptimieren? Das ist ganz, ganz wichtig, das mit einzubauen. So, die Umsätze werden jetzt zusammengerechnet. Von Jan? 18.936. Ja. 14.202. Ja. 14.352. 14.352. 252. Warte, ich muss noch den dritten suchen. Egal, wir können den hier erstmal nehmen. 7.893. 7.398. Pizza da? Eine zum Mitnehmen. Könnt ihr eine einpacken? Danke. 20.835. Ja. 5 plus 5.999 Erfolgsbonus. Dankeschön. Eine Salat? Ja. Ja, da hast du es für dich. Ja. Und Pasta ist auch noch Pasta da. Genau. Zwei genau. Irgendwo fehlt der Dreier noch. Habe ich den nicht gepostet? Der dritte Abschluss fehlt hier in der Gruppe. Hast du den nicht reingepostet? Einer fehlt. Es fehlt einer, ja. Ich finde den nicht. 21. Kann man irgendwo seine Anzeigen hier sehen in der Gruppe? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ne? Ich suche nach deinem Namen. Wo denn? Hier, oder? Da, was er da? 2 Stunden später. 14.400 haben wir nicht. Den haben wir nicht? Mach mal auf, dann weiß ich, ob es passt. Mach mal auf. Ja.
Yeah. Noch 3840,39 € Aber Maschine. Hast du richtig genannt. Wie gesagt, heutzutage liest auch wirklich keiner mehr Zeitungen. Und Zeitungsannoncen ist unrentabel. Dazu zeige ich dir gleich nochmal was. Service ist nicht gut, bla bla bla. Wahrscheinlich nicht, oder? Persönlich, ich finde auch persönlich mal besser, vor allem wenn es jetzt um die Ecke ist, doch klasse, wenn du da vorbeikommst. Wunderbar. 100k in 10 Tagen in Wiesbaden. Erzähl, wie war's? Ja. Jawohl. Yeah. Alles abgerissen. 12 Tage, sind wir ehrlich, 12. 12, okay. 12 Tage. Ja, Typ, harter Verhandlungshund. Hab ihm die Setup-Gebühr und den Erfolgsbonus geschenkt. Und yeah, ja, nochmal 18.900, mega, Applauso. So, 10 Tage Zusammenarbeit neigen sich so langsam dem Ende zu. Leon war die Woche da, Jan und hinten David hat gerade einen Anruf bekommen, akquiriert. Ergebnis, Resümee nach 10 Tagen Zusammenarbeit. Jan. Da waren 11, es waren ja Samstag 11? Bei dir. Ah, Samstag haben wir auch gearbeitet, klar. 11 Werktage. Wir haben am Sonntag gearbeitet. Ja. Also wenn ihr euch selbstständig macht, dann müsst ihr auch immer Gas geben. Ja, war gut. War gut? War rentabel? Hat sich rentiert? Hat sich ganz knapp rentiert. Ganz knapp, geht gerade so auf. Ja. Ja. Zahlen, erzähl mal, komm schon, wir wollen Zahlen hören. Ohne Termin, ja doch, mit 2 Terminen sind wir hergekommen. Mit 2 Terminen und 0 Umsatz, ne? Ja, 0 Umsatz in der Branche, ja. Genau. Dann 7 Abschlüsse, jede Menge Termine, keine Ahnung, jetzt sind mitgezählt, die auch noch offen sind. Ich glaube, es sind sogar 115.000. Ansonsten sind es 114.800, 900. Aber ich glaube, es sind 115.000. Also über 110.000 € Umsatz festgeschrieben. Ja, Maschine. Ja, das hier, ja, Maschine, 7 Abschlüsse. Bei unserem nächsten Live-Workshop am 16. September wird Jan auch da sein. Und da erzählen wir und zeigen wir genau die Bausteine, die dafür wichtig sind, dass man eben solche wichtige Umsätze, solche hohe Umsätze auch so schnell in so kurzer Zeit erzielt. Und deswegen sichert ihr jetzt das Ticket für unseren nächsten Live-Workshop, 97 €. Leon wird auch da sein. Bist du auch im September da? Klar, ich hol dir den Award ab. Jawohl, Maschine. Deswegen klick unten in der Beschreibung auf den Link, sichert ihr das Ticket. David, bist du am 16.09. auch da oder bist du? Also nicht krank wieder sein, ne? Diesmal. Deswegen sicherst du dir. Ja, wir gehen jetzt was essen. Ja, Sales Call ging jetzt gerade auch nochmal, ja. Leider einen kleinen Kardinalsfehler, hat den Abschluss gekostet, aber ist nicht schlimm, wird dir nie wieder passieren. Ne? Er geht einfach, ja, sehr gut, so muss es auch sein. Und wir geben weiter 110%. Schön, dass ihr da wart. Wir geben weiter Vollgas. Ja, Leon, yeah. Mega, ja, Maschine, ja, wir auch geben weiter. Geschissen, aber egal, weiter geht's, immer weiter, sehr cool. Okay, so, leider. Alles hat mal ein Ende, aber wir sehen uns wieder. Bros, ja. Schön, dass ihr da seid, dass ihr da wart. Was waren das für fucking geile 2 Wochen? Maschine. Wie war es für euch abschließend? Geil. Sehr gut. Fand ich auch. Also war der Wahnsinn. Wir geben weiter Vollgas. Danke, dass ihr da wart, Maschinen, ja. David Breck, Jan Duda! David Breck! Jan, du, Maschine, danke euch.